Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie habe ich gerade richtig Bock oder richtig Spaß dran, Videos aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Vor ein paar Wochen noch eben überhaupt keinen Bock gehabt. Heute habe ich mich tatsächlich richtig gefreut auf dem Heimweg, dass ich was aufnehmen kann. Ich weiß auch nicht, ja. Übrigens, das Gameplay heute. Übelst geil. Ich habe ja letztens, im letzten Video habe ich es ja erzählt, dass ich mit dem Westersburg zusammen ein bisschen 2 vs. 2 gespielt habe. Danach hat er mich im Discord so gefragt, so nach dem Motto, Max, hast du eigentlich Interesse an einem World War II Gameplay? Ja klar, warum nicht? Kann man bestimmt mal verwenden, so als Hintergrund oder so. Aber ganz ehrlich, das ist eines der größten und krassesten Zerstörungsgameplays, die ich je gesehen habe. Hat er mir einfach so mal im Discord geschickt nebenbei. So, ach hier übrigens, Max, ja, war übelst nice Gameplay. Weil ich dazu sagen muss, ich verfolge die ganze Call of Duty Szene nicht mehr wirklich so, ja. Also ich habe keine Ahnung, wer jetzt die Octanuke oder die Penta Moab oder irgendwie sowas am Start hat oder was es. Ich weiß noch nicht mal, was es überhaupt für übertriebene Killstreaks mittlerweile gibt in den letzten paar Call of Duties. Allerdings, dieses Gameplay ist wirklich übertrieben nice. Ich kann euch leider nicht allzu viel dazu sagen, außer dass es World War II ist und dass er eine Klasse spielt, wo man neue Leben kriegt und neue Munition, weil man Gegner killt, was natürlich für wir rushen rum und bashen alle Gegner schon übelst nice ist an der Stelle. Ja, also wie gesagt, zum Gameplay an sich, ich werde ab und zu mal mich übelst freuen, wenn er abgeht, ja. Wenn er die Gegner irgendwie basht. Aber ansonsten muss ich mal was loswerden. Und zwar, ich habe gestern versucht, mal ein bisschen so oldschool-mäßig Black Ops auf der Xbox One zu spielen, also auf der Backward Compatibility. Oh, Englisch in 2019, Leute. Und ich muss sagen, das war ein Riesenakt, erstmal den Kram zum Laufen zu kriegen, weil ich habe natürlich meine DVD nicht gefunden. Da musste ich erstmal gucken, dass ich im Microsoft Store den ganzen Kram gekauft kriege. Als ich den Krams dann erstmal musste ich PayPal hinzufügen, weil er Kreditkarte nicht wollte. Dann wollte er mit PayPal online im Store nicht bezahlen. Da musste ich Kreditkarte hinzufügen, dass ich dann. Also, übelst mir. Zumindest, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das. Alter, wie die weggebasht werden. Das ist übelst nice. Ich wusste gar nicht, dass hier der. Dass ich wusste überhaupt nicht, dass in World War II so eine Klasse überhaupt drin ist. Hat das Game von euch jemand lange gespielt? Ich habe die Beta gespielt und ein bisschen zur Release und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Er hat mir erzählt, diese Sachen wurden wohl alle nachträglich reingepatcht. Übelst nice. Zumindest, ich habe Black Ops auch angeworfen auf der Xbox. Hat erstmal eine Weile gedauert, wie gesagt, bis ich das hingekriegt habe. Und dann habe ich versucht zu spielen und habe festgestellt, leider, leider ist das Game ziemlich tot. War ich ein bisschen traurig, hab ich mir gedacht, scheiße, ich hätte jetzt echt Bock gehabt, eine Runde Black Ops zu spielen. Ist dann drauf rausgelaufen, dass ich ein paar Runden Free for All gespielt habe und ein ganz gutes Free for All gespielt habe. Und ich habe irgendwie 3 oder 4 Free for Alls gespielt in 2 Stunden oder so. Also die Queue war massiv langsam. Das ist wirklich traurig anzusehen gewesen. Für das finde ich immer noch zumindest das Call of Duty, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Übrigens, Leute, wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr sehen wollt, jetzt kommt der übelst krasse Überleitung, und wenn ihr sehen wollt, wie ich auf meinem Staubsauger Minecraft spiele, dann liked und subscribed. Ich kann das nicht ernsthaft sagen, sowas, ey, Leute. Ich kann einfach nie ernsthaft sehr laut machen. Aber ich hoffe, euch gefallen die Videos und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr abonniert, weil es motiviert mich einfach, wenn ich sehe, dass es auch neue Leute erreicht. Und natürlich auch richtig cool zu sehen, wie viele Leute immer noch dabei sind, die teilweise seit 2010, 2011 hier schon auf dem Channel rumstelzen. Übelst nice. Und übrigens nochmal angemerkt, na, das mit Minecraft auf dem Staubsauger spielen war kein Witz. Ich habe so einen super High-End-Staubsauger, der ist nicht dafür gedacht, Minecraft zu spielen, aber ich habe den geflasht und ich habe den geroutet. Da läuft jetzt Ubuntu Linux drauf und ich könnte theoretisch Minecraft spielen auf meinem Staubsauger. Wenn ihr das sehen wollt, haut es mal in die Kommentare. Und ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Und wisst ihr, was ich bei solchen Gameplays nicht verstehe? Also erstens verstehe ich nicht, wie der Westersburg so krass abgehen kann. Und zweitens, was ich nicht verstehe, aber das habe ich in noch keinem Call of Duty wirklich verstanden, warum die Gegner nicht quitten. Also ich bin ja persönlich so der Rage-Quitter, das wisst ihr ja schon. Also sprich, wenn ich jetzt in das Game gehe, hab Zeugs ausgerüstet, das war Overwatch mal außen vor gelassen. Ja, da habe ich im Ranked natürlich nicht Rage-Quittet. Aber bei fast allen anderen Games, wenn ich mir was vorgenommen habe und die Runde läuft überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mir kann keiner erzählen, dass die Runde irgendwie für die Gegner so läuft, wie sie sich vorgestellt haben. Ich Rage-Quitte immer und suche mir direkt das nächste Game. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wie macht ihr das denn? Also ich glaube, die meisten Leute machen das so. Glaube ich zumindest. Außer die Gegner hier in dem Game.
Und wisst ihr, was mir auch noch schönes aufgefallen ist hier an dem Gameplay? Alter, wie die... Alter, die werden so übertrieben zerstört hier. Das ist easy, easy, easy as... Moment, wo habe ich hier meinen Sound? Easy as a fuck. Aber das ist sowas von easy as fuck. Und das ist auch... Also, Wahnsinn. Ich meine, es ist nicht... Es erfordert jetzt keinen großen Überskill, aus dem Heli die Leute abzubaschen, ja? Aber erstmal dahin zu kommen. Und was ich auch immer sage, bei solchen Gameplays liegt es einfach auch daran... Erstens, selber muss gut spielen. Und zweitens natürlich, die Gegner müssen mitmachen bei der ganzen Geschichte. Das ist so basiert so ein bisschen auf beiden Seiten, ja. Gegner müssen übelst sacken und man selbst muss relativ gut sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir haben es übrigens geschafft, in diesem Game Ping-Anzeigen einzubauen. Wo ich sagen muss, warum ist das eigentlich, warum genau ist das nochmal in Modern Warfare nicht dabei? Ping-Anzeigen? Warum baut man heutzutage 2019 noch ein Game, was keine Ping-Anzeige hat? Ich hoffe, die haben im fertigen Game Ping-Anzeigen. Und ich hoffe mal, also auf dem PC erwarte ich nicht nur Ping-Anzeigen, sondern auf dem PC erwarte ich ehrlich gesagt auch eine Zahl. Ich meine, hey, das hat Half-Life 1, Doom, bei Doom weiß ich nicht, aber Quake hat auch eine Ping-Anzeige, wo ist das Problem? Haben sie Angst, dass man sie entlarven könnte, dass Dedicated Server wohl doch nicht so dedicated sind, oder wo ist das Problem? Ich meine, Ping-Anzeigen sollte überhaupt kein Ding sein. Ja, ich sehe schon wieder über Gott und die Welt, über die Gott und die Welt geschwätzt, während wir in Westersburg zugucken. Übrigens, natürlich, guckt auch mal bei ihm vorbei, ich habe ihn auch unten verlinkt. Ich weiß nicht, wie regelmäßig er hochlädt, aber so wie ich das bei ihm gesehen habe auf dem Channel, kommt das ab und zu mal vor und die Gameplays sind wirklich alle erste Sahne, ja. Ich wollte noch ein paar Sachen loswerden, was ich mir so gedacht habe, was man in Zukunft noch für Videos machen könnte. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich würde gerne mehr Technikvideos machen. Natürlich jetzt nicht so die super harte Kost, ja. Wer die super harte Kost sehen will, der kann mal mir im Stream vorbeigucken. Ja, da programmieren wir Sachen zusammen, da flashen wir irgendwelche Geräte, da basteln wir irgendwelche abgedrehten Linux-Geschichten. Natürlich spielen wir auch die ein oder anderen Sachen. Aber mein Livestream auf Twitch ist in letzter Zeit, sag mal so zu 80% Science and Technology gewesen, nennt sich diese Kategorie. Also nicht Scientology, sondern das ist halt, finde ich, ein bisschen unglücklich benannte Kategorie auf Twitch, wo man halt Technik-Kram macht, ja. Also wer die Hardcore-Technik-Geschichten sehen will, der muss bei mir auf Twitch gucken. Aber ich habe vor, in Zukunft ein bisschen mehr Technik-Videos zu machen. Zum Beispiel würde ich gerne ab und zu mal zeigen, was ich mir für Sachen aus China bestellt habe. Ich habe mir richtig coole Sachen aus China bestellt. Naja, also, okay, das eine ist nicht so cool, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe mir eine Kiste aus 50 USB-Kabeln bestellt, aber ich habe mir beispielsweise eine Steckdosenleiste bestellt, die man flashen kann, wo man quasi Custom-Firma drauf machen kann. Ich meine, überlegt euch mal, heutzutage flasht man schon seine Steckdosenleiste. Ich habe mir einen Staubsauger bestellt, den man routen und flashen kann, wo man vielleicht sogar Minecraft drauflaufen lassen kann. Das müssen wir dann mal uns in einem der Videos angucken. Alle möglichen Dinger. Und die würde ich gerne ab und zu mal vorstellen, weil ich glaube, da sind Sachen dabei, die für viele Leute interessant sein können. Und, wo man vielleicht gar nicht so weiß, dass es sowas gibt. Dann eine Sache, die ich auch in Zukunft gerne weitermachen würde, sind so was in Richtung IT-Mythen oder mich über ein paar Sachen aufregen, wie zum Beispiel, wie beknackt die ganze Internet of Things-Geschichte ist, vor allem, wenn sie herstellergebunden ist. Alter, die werden so übertrieben zerrissen, das ist der Wahnsinn. Vor allem, was ich cool finde, wo man bei einem guten Spieler immer sofort erkennt, dass er einfach, wie sagt man so schön, Awareness hat, also sprich, dass er nicht einfach nur geradeaus rennt, so wie ich das aktuell mache, wenn ich mal wieder eine Call of Duty spiele, sondern, dass er in seinem Kopf, ja, Big Brain, dass er in seinem Kopf schon weiß, wo die Gegner sind. Und ich finde, das macht auch einen guten Spieler in allen Games aus, dass er nicht nur aimen kann, dass er nicht nur moven kann, sondern dass er in seinem Kopf hat, wie das Spiel ablaufen wird. Ja, also wie gesagt, da sind so ein paar Sachen, die ich machen will. Ich würde gerne in Zukunft, neben natürlich meinen üblichen Laber-Videos, auch ein paar Gaming-Videos, vielleicht, wenn das neue Call of Duty Video aufs. Da ist die Mo. Ist das die Moab? Nee, was ist das? Die V2 ist das, glaube ich, ne? V2 ist das in World War 2. Würde ich halt, wie gesagt, auch gerne noch ein bisschen mehr Technik-Kram machen. Aber halt eben so, wo ich denke, dass das die Leute interessiert. Würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und so wie ich mir den Score angucke, ist die Zeit jetzt leider auch schon vorbei. Leute! Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt beim Westersburg vorbei. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt bei mir Abo. Ihr wisst, ich lese alle Kommentare. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt gucken wir uns nochmal die Killcam an. Und das war's.
Was hat er für eine Endscore? Übertrieben nice auf jeden Fall. Wir sehen die Endscore nicht. Endscore ist weg. Puh. Ich glaube, war 102 zu 3 oder sowas in der Richtung. Ach, jetzt. Doch. 102. 102 zu 3. Sehr nice. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. CU. CU, was eine beknackte Abkürzung, ey. CU.